Moin, moin, meine lieben Zockerfreunde, ich darf euch herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge Cities in Motion 2 oder mal wieder zurück zu Cities in Motion 2. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe schon mal vor kurzem eine Aufnahme gemacht. Leider ist mir der Sound so dermaßen daneben gegangen, weil ich als Aufnahmegerät mein Headset gewählt habe und das war weit weg von meinem Mund. Deswegen haben wir davon nur das Wenigste verstanden. Und wir holen dieses jetzt nach. Ich habe die S5 nachgebaut oder die RE5, warte mal, RE13, ne, RE16. RE16 von Essen nach Bochum, habe mit einer U-Bahn nachgebaut. Und jetzt habe ich mir überlegt, Mensch, dann machen wir jetzt halt nochmal eine Aufnahme. Und ich werde hier noch ein bisschen für Nahverkehr sorgen. Mann, jetzt habe ich hier einen Kloß im Hals, das ist ja unglaublich. Mitten in der Aufnahme. Naja, macht nichts. Ich habe gehört, soll authentisch sein. Okay. Wir bauen eine Straßenbahn. Nein, keine S-Bahn, eine Straßenbahn. Und zwar fährt diese hier genau wie unsere Straßenbahnlinie 11, Essen-Messe. Die ist eigentlich relativ gut getaktet. So, die haben wir schon mal erstellt. Das ist doch schon mal super, ne? Jetzt bauen wir noch ein paar Haltestellen hier. Natürlich die guten. Damit die hier den Umstieg haben und wir hier nicht da noch blockieren, weil da haben wir Busparkplätze sozusagen. Setzen wir die schön hier in der Mitte hin. Okay, wir bauen erstmal Gleise. Ich hab's verstanden. Sonst kriegen wir die Haltestellen dann nachher gar nicht ran. Okay, eingleisig. Hier brauchen wir nur eingleisig sein. Das heißt, hier machen wir unsere Wendeschleife. Ziehen hier wieder raus. Das möchte ich ganz gerne nutzen hier. Ich habe mal nachgeschaut. Es gibt die U35. Die ist relativ... Oh, halt, stopp. Das war zu viel. Wollte ich nämlich gar nicht. Die U35 bindet Bochum mit Bochum A zusammen. Ich kann euch nicht sagen, was das für Vorteile hat und was das in Bochum mit dem A auf sich hat. Denn so viel habe ich mich damit jetzt nicht auseinandergesetzt. Bin ich ganz ehrlich, Schande auf mein Haupt. Aber immerhin habe ich mich ein bisschen damit auseinandergesetzt. Und weswegen ich das Ganze jetzt mal wieder aufnehme, hat einen kleinen Hintergrund. Und zwar, ja, es kam in letzter Zeit wenig Cities in Motion. Ich habe überlegt, mache ich im Singleplayer weiter, aber es ist wirklich ein Haufen Arbeit dahinter, sich immer hinzusetzen, welche Linie nehmen wir, machen wir das alles so richtig, gefällt euch das alles so, wie wir das machen, das ist halt nicht ganz so einfach, deswegen habe ich mir die Frage gestellt und auf dem Community-Treffen auch mit meinen Moderatoren und Administratoren mich zusammengesetzt und habe gefragt, Mensch, wie denkt ihr denn darüber? Und möchte euch in diese Entscheidung mit einbinden. Deswegen an dieser Stelle würde ich mich freuen, wenn ihr euch ein wenig mit einbringt. Kriegen wir da hinten ran? Ne, da hinten kommen wir nicht ran. Schade. Da müssen wir noch eine Buslinie machen. Wir brauchen ja die Einkaufszeuge. Oh yeah, das ist gut. Komm, hier haben wir noch eine Umsteigeoption. Das, na, okay. Ja, dann brauchen wir eigentlich gar nicht bis dahin fahren. Weil hier können die auch in die Bahn steigen. Haha, dann machen wir hier den Wendepunkt. Haha. Von hier also einmal bitte wenden. Und wieder zurück. So, jetzt müssen wir noch gucken, auf welcher Seite stehen die Haltestellen. Auf beiden. Dann sollten wir uns da nicht ins Gehege kommen. Sollten nach dem Wenden die Leute rausschmeißen. Dann kann die hier hinrennen oder darüber rennen und stören uns nicht. Ah, finde ich ganz gut. Bin ich mit einverstanden. Was? Fahrscheinpreise sind zu niedrig? Ist ja der Hammer. Alter Schwede. Solche gute U-Bahn haben wir. Ist ja der Wahnsinn. Ich glaube, ich bin in der letzten Aufnahme schon erhöht. Das wisst ihr ja nicht, aber... Oh, Cashflow passt. Ein Kredit hatte ich auch nochmal aufgenommen. So.
Also, an dieser Stelle halt, wie gesagt, ist die Überlegung, machen wir den Singleplayer weiter? Ist eine Frage. Oh, ist echt gut platziert, ja. Oder der Regel hatte sich angeboten für einen Multiplayer, dass wir halt wieder einen Multiplayer-Battle machen. Der Helge, also der Regel hat sich angeboten und der Helge, der schafft es im Moment nicht. Er hat im Moment privat so viel um die Ohren, dass er einfach nicht dazu kommt, mit uns hier irgendwelche Aufnahmen zu machen. Deswegen, ach, hier ist sie, genau, hier ist die Trennung. Deswegen würde ich das mit Regel schon begrüßen. Aber ich wollte halt euch mit einbeziehen. Warte mal, wenn wir die hier hinsetzen. Weil sonst habe ich hier hinten genau ein Häuschen nicht angeschlossen. Das wäre doof. Aber wenn ihr sagt, das Singleplayer-Projekt findet ihr besser, dann können wir auch gerne das Singleplayer-Projekt weitermachen. Bräuchte ich aber noch ein bisschen mehr eurer Hilfe. Na gut, hier sind jetzt auch ein paar Häuser nicht. Ah, es macht aber jetzt auch nichts. So, jetzt haben wir das untere Stück hier fast komplett mit erschlossen. Das ist doch gut. So, dann nennen wir die jetzt 35. Umbenennen. 35. Bochum. HBFA. So, jetzt brauchen wir noch ein Depot, ne? Ein Depot brauchen wir noch. Ein Depot. Großes? Bauen wir erstmal ein kleines. So, hier ist ja die Startoption. Also hier kommen wir ja zurück. Wir haben eigentlich keinen Ein- und Ausstiegpunkt, ne? Also keinen Wendepunkt. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Das klappt ja super. Ja, setzen wir nämlich das setzen wir jetzt mal ein, was wir da vorhanden haben, sozusagen. Moment, Moment, Moment. Ja, warte, da so, zack. Zack. Das ist eigentlich nur für die laufenden Fahrgäste sozusagen. Laufende Fahrgäste. Aber wir können das natürlich auch für uns nutzen. Wir wären ja doof, wenn wir das nicht tun würden. Was auch? Dann können wir hier schön zwischensetzen, das Depot. Und dann gucken wir mal. Wunderbar. Dann haben wir hier nämlich auch schon einen Einsatz für die andere Linie. Ein Einsatzpunkt sozusagen. Hier ist Stau. Stau in Bochum. Also hier würden wir dann ja auch rauskommen und könnten noch quasi die Richtung hier abfahren. Da liegen auch schon sämtliche Schienen. Das wäre also quasi die günstigere Variante gewesen. Ich wollte jetzt aber diese Linie hier machen. Hoffentlich hält uns der Stau nicht zu sehr auf. Naja, wir werden es sehen. Ich weiß auch noch nicht, wie das Ding ankommt. Wir werden jetzt einfach mal eine kleinere nehmen. Die ist ja günstig, das wissen wir ja. Die ist so günstig, die braucht man sich gar keine anderen angucken. Also von der Unterhaltung her, Wartungsaufwand und sowas alles. Aber wir gucken uns jetzt mal die Railcat Volatio an.
Davon kaufen wir uns jetzt mal 5 Stück. Und sehen mal zu, dass wir unsere Linie jetzt mal in Gang kriegen. Hier wäre dann die erste Haltestelle. Brausen wir dann ja einmal durchs Industriegebiet. Vielleicht kriegen wir auch den Verkehr ein bisschen von der Straße. Ja, ihr wisst doch, die Hoffnung stirbt zuletzt. Kino und Einkaufszentrum. Wohngebiet. Umsteigeoption, falls die doch noch wieder zurück wollen. Und hier ist die letzte Haltestelle. Wie viel brauchen wir? 4. Ha! Läuft doch. Die wollen wir nicht sehen, genau. Und jetzt gucken wir mal, dass wir ein bisschen schneller machen. Oh, hier ist echt Stau, ey. Ja, ich habe da was gehört. Achso, das war die U-Bahn. Oder die RE war das ja, der Regionalexpress. Wann fährt denn mal eine Bahn hier? Eine Tram. Hat sich hier gerade was umgebaut? Irgendwas hat sich gerade umgebaut. Naja, dann können wir, da kommt ja der erste. Dann können wir nämlich gleich nochmal ganz entspannt drüber quatschen, was ich halt meine. Wie gesagt, wir würden das Multiplayer Battle würden wir wieder machen auf einer anderen Karte. Gerne Vorschläge in die Kommentare, weil das wäre natürlich unsere Ruhr-Map hier. Die würde auch bleiben. Da würden wir bestimmt im Livestream mal wieder reinschauen, so wie jetzt auch im Schleswig-Holstein-Projekt am Freitagabend passiert. Und ja, das würde mich halt schon interessieren. Wie ist halt eure Meinung, ist mir halt schon wichtig. Und da würde ich mich freuen, wenn ihr euch quasi bei uns hier mit dran beteiligt. Ist ja relativ langsam, ne? Spielgeschwindigkeit 2. Gucken wir mal. Oh, 80% erledigt. Was haben wir denn da gemacht? Ein Ansehen von 62%. Da sind wir ja schon auf einem sehr guten Wege hin. Richten Sie eine Linie ein zum Gymnasium. Das gucken wir gleich nochmal. Ich weiß auch überhaupt nicht, wie groß jetzt das Interesse überhaupt an Cities in Motion ist. Ich weiß es ja nicht. Ich werde jetzt halt immer mal wieder gefragt. Auch im Livestream. Mann, ey. Lässt mich auch nicht in Ruhe, mein Hals. So. Boah, da steht 49. Habe ich mir gedacht, dass das eine knalle Haltestelle wird. Da stehen 27, da stehen 31. Okay. Schwierig. Die U-Bahn gewinnt an Interesse, Alter. Und? Ah, noch haben wir ein bisschen Platz, haben wir noch. Das ist auch meistens nur der erste Schwung, der so richtig Angst macht. Weil man halt etwas länger braucht, bis alles da ist, ne? Also bis die Fahrzeuge auch da sind. Da kommt jetzt der zweite, guck mal, der ist leer. Und ist halt einmal der erste, muss jetzt einmal richtig ackern. Und danach wird es ruhiger. Oh, die Feuerwehr fährt hinter mir. So, mal gucken, was der Stau macht. Ich hoffe, das hat sich aufgelöst. Alter, machen wir die Sirene leiser. Ist zwar keiner mitgekommen, aber der rote Smiley ist gelb geworden. Läuft also. Oh, da kommt die Feuerwehr schon wieder. Feuerlöschzug. Oskar Krüger. So, und alle aussteigen bitte. Und die Traube läuft hier. Da freut sich ja die nächste U, wa? Kommt die nächste U schon? Da ist die nächste U. Ja, das ist klar. Die wollen alle in Richtung Essen. Oh,
Aha, und hier kommen die nächsten und wollen mit der Tram. Ja, da haben wir aber eine Marktlücke gefunden, glaube ich. Ja, eine Marktlücke ist es vielleicht nicht, aber auf jeden Fall schon eine gute Möglichkeit. Jetzt haben wir nur die hier nicht mit angebunden, ne? Oder? Doch, die sind. Aha, die sind an die U5 und die ist noch an die Straßenbahn angebunden, okay? 108. Da kommt die nächste Tram. Also das läuft sich so ein bisschen zurecht. Ich bin gespannt auf den nächsten, auf die nächste Rush Hour. Und dann können wir jetzt nämlich nochmal unsere Buslinie vielleicht einsetzen hier, dass wir hier noch was hinkriegen. Hier sind ja schöne Busstraßen gemacht. Ah, das ist jetzt ein bisschen zu heftig, glaube ich. Hier haben sie auch Tramgleise gemacht. Also hier wäre auch wieder eine Tram machbar. Hier sind auch schon unterirdisch Gleise gelegt. Also das ist ja auch noch parallel dazu. Wahnsinn. Ja, die Möglichkeiten hier in Cities in Motion sind auch richtig geil, muss ich sagen. Also wer das Spiel nicht kennt, ich kann es nur empfehlen. Hier ist ja auch noch, hier kommt ja noch eine Querverbindung. Kommt auch vom Hauptbahnhof weg. Vielleicht sollten wir die erstmal nutzen. Weil dann haben wir genau dasselbe abgedeckt. Geht hier raus. Und geht auch hier raus. Ja, aber hier raus macht ja keinen Sinn, oder? Okay. Junge, 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 Junge. So viel noch zu tun. Ach, ich wollte. Ach nee, habe ich gemacht, ne? Eine Straßenverbindung. Die habe ich gemacht, genau. Und hier geht ja auch die eine Straße, glaube ich, gar nicht bis ganz ran. So wie hier zum Beispiel. Die müssten halt hier außen rumlaufen. Das müssen sie ja nicht unbedingt tun, ne? Wir wollen ja unseren Fahrgästen einen kurzen Weg ermöglichen. Kosten 0. Und die können ja längs laufen. Ist auch gut, ne? Läuft bei uns, würde ich sagen. Gut. Die Tram hat gerade abgeladen. Das heißt, die Zahl dürfte gleich hochgehen hier. Ne, ist schon. Na gut, ist auch ein bisschen in der Nacht, ne? Da ist ja nicht jeder unterwegs. Gleich geht die Rush Hour von morgens los. Okay, also wir hatten da ja das Depot und die Schienen auch schon liegen unterirdisch. Würde ich das schon ganz gerne nutzen. Hier wäre halt diese Wendeoption wieder mit dabei. Aha, hier sind alles hauptsächlich kleine Häuserchen. Wenn wir jetzt hier hinfahren zum Beispiel, abbiegen lassen und hier wieder zurück. Und hier halt den Untergrund nutzen. Gucken wir nochmal, wo fängt er an. Aha, hier hinten. Das ist auch gut. Das ist eine gute Sache. Dann bauen wir hier nämlich noch ein Depot hin. Das macht nichts. Drehen wir uns so hin, dass es passt. Lassen wir ruhig ein bisschen Platz. So. Was haben wir da jetzt dazu gekriegt hier? Ach, eine Telefonzelle ist damit dran. Das ist ja gut. Das ist ja supi, ne? Warte, machen wir ein bisschen hübsch. Ne, ja, so, zack. Gut. Also hier einen, da einen hin. Und dann bauen wir die Gleise, die noch fehlen, noch mal nach. Damit wir nicht zu viel ausgeben, nutzen wir nur das Nötigste. Ganz klar. Gut, so jetzt glaube ich, ja genau. Also so viel ist es jetzt nicht, was wir hier... Ah!
bauen müssen. So, dann geht er von hier aus in den Untergrund, fährt hier einmal durch, also quasi den Bahnhof einmal ab. Dann fährt er hier unten weiter, sodass er das Gebiet einmal mit dran hat. Hier könnten wir auch noch eine U-Bahn-Station zwischensetzen, mal gucken. Hier hätten wir noch, dann kommen wir hier oben raus. Ja, dann komm. Wir haben im Moment noch ganz gut von dem Kredit. Und nutzen das einfach mal. Ja, gucken wir gleich mal. Einspurig. Ziehen wir das wirklich durch bis hier hinten. Ich glaube, wenn wir direkt schon aufs mittlere Gleis gehen, kommen wir das smooth herum, also schneller. Dann gehen wir von hier. Ah! So was Doofes. Oh, das ist, wenn man sich nicht konzentriert, ne? Daran haben wir also nichts gespart. Dam, dam, dam. So, und dann können wir hier nach außen gehen und dann nehmen wir hier noch alles mit. Haben wir jetzt alles? Ja. Okay. So, hier ist die U-Bahn-Haltestelle. Das heißt, die würden sogar von hier aus bis da unten hin laufen. Das können sie auch gerne machen. Wir fahren dann hier noch weiter. Holen noch einmal die Gäste ab hier. Und setzen hier die Gäste nochmal ab. Das heißt, dass sie von hier aus zum Einkaufen können und quasi wieder zurück. Mit ein und derselben Linie. Ist das super, ne? Das ist ein tolles Angebot. Ja, wir sorgen auch gleich nochmal dafür, dass sie auf die anderen Straßenseiten kommen. Weil sonst laufen die sich hier in Wolf. Das wollen wir auch nicht, ne? So, das haben wir alles. Jetzt kommt der unterirdische Bereich. Der hier schon vorbereitet ist für uns. Ja, ist ganz nett. Der ist auch vorbereitet. Das heißt, hier haben wir das Einkaufszentrum mit drin. Und hier würde so eine Lücke entstehen. Die würde ich aber ganz gerne füllen. Durch den ISOS-Patch können wir die ja ganz gut füllen, die Lücke. Gut. Ja, wir haben ein bisschen viele Haltestellen, aber ich glaube, dadurch ist die Abdeckung eher gegeben. Wir könnten hier wahrscheinlich auch eher große Fahrzeuge draufsetzen, als dass wir uns auf kleine spezialisieren. Also sollten wir hier die Kosten nicht scheuen. Und mal gucken, was haben wir hier Schönes. Die Tatra ist von der Wartung her ganz günstig. Dafür ist die TTS vom Stromverbrauch ziemlich günstig. Anschaffung. Ja, Anschaffung ist natürlich im ersten Augenblick ziemlich auer, aber 5 Stück. Mit 5 Stück sollten wir auskommen. Gehen wir erstmal wieder im normalen Modus. Eine neue. Achso, die 35 hatten wir ja gemacht. Ich weiß es gar nicht. Hier können wir ja nochmal in die Kommentare schreiben, welche Linie das jetzt wäre. So, erstmal nehmen wir natürlich den Fahrplan, wie die anderen auch haben. Erstmal als Grundfahrplan, den kann man immer noch verändern und verbessern. So, wir fangen hiermit an. Ja, wenn ich zu laut räusper, dann sagt mir das ruhig. Aber ich weiß auch nicht, was da im Moment in meinem Hals rumkreucht. Was mich da gerade so ärgern möchte. So, hier lassen wir einmal raus für die... Für den RE. Für die Regionalexpress. So.
Ja, mal runter. Das Einkaufszentrum. Hauptbahnhof. Und wieder zurück. Kommen wir mit 5 aus. Ja, 5 ist schon fast zu knapp. Ich glaube, wir kaufen lieber noch einen. Wir können ja noch den Tatra kaufen. Jetzt auch fertig. Und alles klar. Gut. Wir fahren jetzt auch noch mal eine Runde mit, weil es so schön ist. So, jetzt darf ich noch mal dran erinnern, weswegen wir das Ganze hier heute machen. Ich möchte halt von euch erfahren, wie ihr darüber denkt, wie wir jetzt weiter verfahren mit dieser ganzen Sache. Man so viel fahren. Ob wir das weiter im Singleplayer machen sollten oder vielleicht im Multiplayer wieder neue Session anfangen. Mit einer neuen Karte. Vielleicht habt ihr da auch einen Tipp für uns. Gerne in die Kommentare. Ich glaube, jetzt habe ich alles doppelt und dreifach gesagt. So, die mache ich jetzt erstmal günstiger, damit ich gleich alles zusammen teurer machen kann. Wow, da ist aber Verdienst drin, wa? Man ist die U-Bahn attraktiv geworden. Selbst für die Busse wollen sie mehr Geld ausgeben. Da. Zack, zack. Wo ist das Ding denn jetzt? Oh, meine Hände kribbeln. Da ist er. What? 11? Na gut, die haben natürlich die Möglichkeit, auf beiden Seiten in die U-Bahn einzusteigen. In den Regionalexpress hier einzusteigen. Ne? Das ist natürlich für uns ein ganz klarer Vorteil. Dass wir das nutzen können. Also wahrscheinlich werden die 24 gleich hier am Hauptbahnhof. Stand das große Ding hier schon immer? Bürogebäude? Na, ist auch egal. Auf jeden Fall haben sie hier gleich die Umsteigemöglichkeit. Okay, die hätten hier schon die Umsteigemöglichkeit zur U-Bahn. Und ja, Singleplayer muss ich dann halt mal gucken, wie ich das dann noch weitermache, weil ich musste ja auch ein bisschen meine Zeit einplanen. Singleplayer, ich bin da immer so ein bisschen, ja, meine Frau möchte auch Zeit mit mir verbringen und auch mit mir zocken und alle anderen wollen natürlich auch alle, dass ich das alles weitermache. Das ist halt so ein bisschen spagatartig, der ganze Kram. Seht ihr genau, wie ich mir das gedacht habe. Von dahin einmal hier hin und von hier einmal zum Einkaufen. Voll geil. Genau richtig gemacht. Alles richtig gemacht, Kante. Gut. Das war's soweit von mir. Irgendwann war ich doch hier eben da. 59. Standen schon wieder an der Haltestelle. Hier stehen auch schon wieder 12. Die alle mitwollen. Auf dem Rückweg haben wir schon 15 gleich hier. Bauen sich gerade aus. Wegen der super Nahverkehrsanbindung, die wir hier haben. Das ist schon cool, muss ich sagen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Hm? 21, die von hier aus noch mit wollen, da hinten hin? Okay. Warte mal, hier haben wir noch ein schönes Bild hier. Ein schönes Wuselbild haben wir hier jetzt. Das ist gut. Das ist ein schönes Thumbnail. Das machen wir jetzt mal. Pass auf und... Gut, mit diesen Bildern darf ich mich von euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, freue mich auf eure Kommentare. Auch in diesem Video, so wie im letzten Video. Aber das wisst ihr ja leider nicht. Gut. Ja, ich hoffe, von euch zu hören. Und denkt dran, Weihnachtskonvoi und Weihnachtsfeier kommt auch noch. Und schaut auch in die anderen Projekte, genauso wie in die Livestreams rein. Gibt immer was Neues. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Kante. Tschüss.